zusammen. Die zweite Woche, wo wir jetzt die Heimschule machen, ist vorbei. Und mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen eingependelt, wie der ganze Unterricht abläuft und so. Aber wir haben natürlich nicht nur Schule, wir haben ja noch Freizeit. Und wir haben uns überlegt, dass wir alle mal ein bisschen erzählen, was wir denn so machen. Damit wir nicht durchdrehen, wenn wir uns nicht mit anderen Leuten treffen und immer müssen zu Hause oder in der Umgebung von unserem Haus bleiben. Habe ich eigentlich ja nicht viel zu tun. Also ich habe jetzt einfach schon sehr oft mein Zimmer aufgeräumt und auch umgestellt. Wenn ich gerade nicht für die Schule mache, dann spiele ich recht viel Cello spielen, also üben für Sachen, die man halt in der Stunde anschauen. Das machen wir über Skype. Ist auch noch recht speziell, aber trotzdem lustig. Und jetzt hat man Zeit, um so selber ein bisschen Sachen auszuprobieren und vielleicht Stücke spielen, für die man sonst nicht so Zeit hat. In meiner Freizeit habe ich angefangen, meinen Kleiderkasten und auch mein Zimmer auszuräumen und neu einsortieren. Und das hat es recht nötig gehabt, aber das haben wir dann schlussendlich doch auch noch recht Spass gemacht. Ich hatte Zeit gehabt, um an meiner Agenda für nächstes Schuljahr zu arbeiten, weil ich mache die immer selber. Und jetzt habe ich Zeit gehabt, um halt ein bisschen drin zu zeichnen, Bilder ausschneiden, reinkleben und so. Und viel FaceTime. Ich tue sehr, sehr viel FaceTime am Tag mit Kollegen, weil es geht allen gleich. Wir brauchen alle Menschen, wir brauchen alle Kollegen. Und dann bin ich auch manchmal so 6 Stunden am Tag. Ich spiele auch Fußball in meinem Garten und spiele kurz Klavier oder ich mache Krafttraining. Ein bisschen Bewegung für den Körper schadet ja nicht. Ich spiele Uni-Hockey, ich mache irgendwelche Workouts, gehe joggen. Und so alles in allem bin ich, glaube ich, jetzt mehr draussen, als wenn ich normal Schule hätte. Etwas anderes wäre auch, dass ich mittlerweile recht viel koche. Ich koche eigentlich fast jeden Nachmittag mit meiner Mutter, einfach zusammen für meine Familie. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Ich habe wieder angefangen zu lesen und zu zeichnen. Das habe ich früher recht gerne gemacht und habe jetzt eben länger nicht mehr Zeit dafür gehabt. Oder was ich momentan auch mache, um ein bisschen Zeit zu vertreiben, ist zum Beispiel jetzt alte Videos oder Fotos oder allgemein so Ferienmaterial, das bearbeiten, zu schneiden. Und ich finde, das ist auch so eine schöne Abwechslung und auch ein bisschen ein Ferienfeeling kommt so rauf. Ich habe auch angefangen, mit einer Freundin ein Musical zu schreiben, weil es wirklich langweilig geworden ist. Und wir gefunden haben, wir brauchen ein grosses Projekt, wo wir daran arbeiten können. Essen. In diesen Zeiten ist es sehr viel unnötiges Zeug. Und Netflix schauen.